Hallo! Heute habe ich diesen Herbstlook für euch. Ich wollte einfach mal einen, der nicht nur aus Braun- und Gelbtönen besteht, sondern ein bisschen mehr Farbe hat. Und ich bin wirklich sehr gespannt, wie ihr ihn findet. Meine Foundation habe ich schon mal fertig gemacht, damit wir gleich zum interessanten Teil kommen können. Ich benutze für diesen Look nur die 88 Lidschattenpalette von Sueva und als Base trage ich diesen hautfarbenen Ton auf mein bewegliches Lid und hoch bis zur Augenbraue auf. Im nächsten Schritt trage ich mit meinem Sueva Blendepinsel diesen zarten Rosaton in die Lidfalte. Der wird sich später mit den anderen Farben verbinden, die wir noch auftragen und für so ein warmes Gesamtergebnis sorgen. Jetzt trage ich mit einem einfachen Lidschattenpinsel diesen gesetzten Lila-Ton auf das bewegliche Lid auf, konzentriere mich dabei aber vor allem auf die Mitte und den äußeren Teil. Schön verblenden und für sanfte Übergänge sorgen. Mit meinem schwarzen Kajal von Essence ziehe ich mir jetzt am oberen und unteren Wimpernkranz einen Lidstrich. Unten ziehe ich ihn nur in der äußeren Hälfte, das könnt ihr aber machen, wie ihr wollt. Und kein Stress, das Ganze muss nicht ordentlich sein. Mit meinem Essence Blendepinsel verwische ich das Ganze dann, wobei ich das Schwarz auch noch ein bisschen in die Lidfalte reinblende. Um alles abzurunden und etwas zu neutralisieren, bediene ich mich jetzt diesem Dunkelbraun, das ich mir in die Lidfalte setze. Weil ich einen Smoky Look will, trage ich das Braun so lange auf mein Lid auf, bis es wirklich verrucht aussieht. Natürlich darf auch mein unordentlicher Lidstrich nicht fehlen, ihr kennt ihn alle. Und den ziehe ich wie immer mit meinem Ebeline Eyeliner Pinsel. Und Mascara. Weil das Augen-Make-up ziemlich dramatisch ist, will ich auf den Lippen eher etwas Natürliches und trage dafür den Contour Parfait von L'Oréal in der 668 Rosé Vintage oder Rose Vintage auf. Und fertig! Und was sagt ihr, kann man sich so an einem schönen Herbstabend auf ein Date trauen oder ist das viel zu viel? Wenn ihr jetzt Lust auf noch einen Look habt, dann guckt euch doch links mal meinen Orange-Look an. Und wenn ihr etwas zu lachen haben wollt, findet ihr das ganz bestimmt rechts. Habt noch einen schönen Tag, wir sehen uns Freitag, wenn ihr mögt. Bis dann, tschüss!